Schon als Kind haben sie davon geträumt, später einmal Tierarzt zu werden. Nach einem 5-jährigen Studium startet sie mit viel Elan ins Berufsleben. Ab dann kommt der Alltag. Und der macht viel Freude, aber auch einen Haufen Schwierigkeiten. Es gibt viele Überraschungen. Wir haben 3 junge Tierärztinnen begleitet. Talix spezialisiert sich gerade im Moment auf der Notfallstation vom Tierspital Bern in der Spitzentechnologie. Zusammen mit ihrem Team hat sie all die kritischen Fälle, die täglich eingeliefert werden. Im Kanton Watt steht Florence zwischen Rinder- und Rossmund-Agebiet. Es ist viel Druck gekommen in der Bauernwelt, aber Florence behaltet ihre Ruhe und ihre gute Laune. Nach ihrer Zeit mit Kühen und Schafen im Jura spezialisiert sich Eleonore jetzt auf Kleintiere im Estavayer-le-Lac. Da hat sie jetzt auch viel mit den Besitzern zu tun, die extrem an ihren Tieren hängen. Und das sind sie, unsere jungen Tierärztinnen. Auf dem weitläufigen Betrieb im Friburgischen produziert Thierry Milch für die Produktion von Gruyère-Käse. Pro Jahr rund 730 Tonnen. Eine von seinen trächtigen Kühen gefällt ihm heute Morgen nicht so recht. Komm, hopp! Zanja sollte kalbern, aber es passiert nichts. Und auch ihr Verhalten ist nicht normal. Die Kuh ist gar nicht weg. Sie tut den Schwanz ständig lüpfen. Die ganze Zeit war sie unruhig, abgelegen, aufgestanden. Sanja ist 4 und ist zum zweiten Mal trächtig. Sie ist ruhig vom Charakter her, aber der Thierry spürt, dass etwas nicht stimmt. Die Kuh beklagt sich sonst praktisch nie. Aber wenn man sieht, dass es ihr nicht wohl ist, kann man davon ausgehen, dass sie Schmerzen hat. Am Thierry ist es wichtig, dass es seinen Kühen gut geht. Darum hat er die Tierärztin angerufen. Und schon kommt Eleonore mit ihrer Assistentin Lilly. Für einmal überlässt sie ihre Kleintiere den anderen und steigt wieder in die Stiefel. Salut! Hallo Thierry, wie geht's? Ja, und dir? Merci. Also, gehen wir. Der Thierry ist ein erfahrener Züchter. Er vermutet, dass die Schmerzen von einer Gebärmutter verdrehen kommen. Komm jetzt schnell! Bei einer Gebärmutterverdrehung passiert Folgendes. Die Gebärmutter mit dem Kälbchen drin dreht sich in der Längachse um sich selber. Und wenn es verdreht ist, geht der Gebärmutterhals nicht auf. Und das Kälbchen kann nicht rauskommen. Das passiert normalerweise, wenn Kühe unruhig sind und ständig abliegen und wieder aufstehen. Die Diagnose stimmt. Es ist, wie der Thierry vermutet hat. Und wenn man nicht eingreift, sterben beide dran, die Mutter und das ungeborene Kälbchen. Eleonore muss die Gebärmutter drehen, aber zuerst muss sie herausfinden, in welche Richtung dass sie drüllen muss, damit es nicht noch schlimmer wird. Und das ist das Schwierigste am Ganzen. Links rum. Es ist wie ein ausgedrückter Hodu. Man muss ganz konzentriert mit der Hang an der Falte nach. Und beim Rausziehen darauf achten, wie man die Hang gedreht hat. Das Beste ist sicher noch mal zu kontrollieren. 2-3 Mal. Sie lachen zwar, aber es ist überhaupt nicht einfach. Nein, es ist links. Okay. Auf 3. Es ist ein bisschen, aber es ist gut. Okay. Wenn sie nicht zu fest verdreht ist, dann können wir sie kehren. Mit der Hang, das braucht viel Kraft und viel Erfahrung. Und wenn einem die Kraft fehlt, braucht es eben gute Einfälle. Ich rolle sie. Ich habe nicht Kraft zu drehen. Wir legen die Kuh dort her, auf die lange Seite und drehen sie. Ist der Lehrling da? Der Thierry staunet. Das hat ihm jetzt noch niemand gesagt, dass er seine Kuh muss am Boden umwälzen muss. Als hätte Eleonore nicht genug von einem Notfall, läutet jetzt auch noch das Telefon. Hallo? Nicola, hörst du mich? Noch ein Bauer hat Probleme mit der Kuh, die am Kalbern ist. Der Schwanz spürst du nicht. Es sitzt nicht komplett. Du spürst den Schwanz nicht, gang mit der Hang am Bein an und spürst das Gelenk dort. Ein Unterschenkel. Es ist nicht einfach, sich die Situation am Telefon vorzustellen. Okay, das heisst, es kommt hinter sie raus, man muss es rausziehen. Wenn nicht, dann stirbt es. Ja, ich tue jetzt die Kuh mit dieser Gebärmutterverdrehung über den Rücken drehen und dann komme ich zu dir. Also gut. Aber gell, wenn du denkst, es sei zu gross oder so, zum rausziehen, dann wartest du lieber auf mich. Es ist sicherer. Ist gut, also bis gleich. Viel Zeit hat Eleonore also nicht. Ja.
Aber ein 600 Kilo schweres Tier am Boden umwälzen, das ist keine leichte Sache. Ja, das gebe ich dir wieder. Jetzt muss die Seile hier übergezogen werden, dann wieder unten durch. Und dann musst du sie anziehen. Durchziehen? Ja, über das Kreuz. An einer Kuh kann man nicht einfach sagen, leg da her, damit ich dich drehen kann. Sie würde ich mit grossen Augen anschauen. Darum muss man sie ablegen, mit einer Technik. Man nimmt ein Seil, das bindet man um die Kuh herum. Und wenn man es näher hinzieht, spürt sie einen Druck und hat automatisch das Bedürfnis abzulegen. Also, damit sie ableitet, muss man hier aufziehen. Ja, ich weiss zwar nicht. Sonst läuft sie noch davon. Ja, sie läuft davon. Also, ja, bring sie gleich ganz locker an. Ich gebe ihr möglichst viel Spielraum. Ja, sie muss unbedingt auf die linke Seite liegen. Hey. Okay, ist gut. Komm! Voilà, du kannst. Ja, sehr gut. Nicht schlecht, die Methode. Hoppla. Also, jetzt können wir sie kehren. Ja, aber es wird schon gehen. Ja, ist grenzwertig. Der erste Schritt weggeschafft. Aber das Schwierige kommt noch. Eleonore sagt jedem genau, was er zu tun hat. Das wird schon gehen. Also, jetzt müssen wir schauen. Jemand muss den Kopf nehmen. Lili? Ich nehme sie an den Vorderlauf, dir die Hinterlauf und dann drehen wir sie um. Pass auf, dass sie nicht ausschlagen. Achtung, du! Roman, geh ihr helfen! Achtung, schnell, drücken! So, fertig! Sehr gut. Es ist immer wichtig, dass man schaut, dass die Gebärmutter aufgedreht ist. Erstens, um sicher sein, dass man sie nicht in die falsche Richtung gedreht hat und um zu schauen, ob der Gebärmutterhals aufgeht und das Kalb rauskommt. Sie ist jetzt wieder gerade, aber der Gebärmutterhals ist noch nicht offen. Ist noch zu? Nein. Aber sie ist nicht mehr verdreht? Nein, jetzt ist gut, jetzt liegt sie richtig. Dann ist gut. Also. Sehr gut. Man wartet. Operation gelungen. Aber etwas ist noch nicht gut. Sanja muss unbedingt wieder aufstehen. Wenn eine Kuh zu lange leidet, verliert sie sehr schnell Muskelkraft. Und das kann innerhalb weniger Stunden schlimme Folgen haben. Nimm dich ein bisschen zusammen. Komm, Schätzli, aufstehen. Voilà, komm jetzt. Komm. Sie hat sich völlig gegangen. Ja, ja, ja. Hey. Papa. Jetzt soll's gehen. Ja, weil sie in der richtigen Position ist. Ja. Wenn sie auf der Seite liegt und vier Beine auf der gleichen Richtung hat, dann kann sie nicht aufstehen. Sanja wird vom ganzen Team angetrieben, aber sie bleibt einfach liegen. Der Thierry fährt mit schwerem Geschütz auf. Vorsicht! Aber so geht's, sie kann aufstehen. So kann sie aufstehen. Dann müssen wir nur das weg. So geht's, auch nicht grosse Anstrengung. Wir machen so etwas nicht gerne, aber manchmal müssen wir halt helfen, wenn eine Kuh Mühe hat, selber zu aufstehen. Wir ziehen nur so fest an, dass es ihr nicht wehtut. Die Füße sind jetzt in der richtigen Stellung, aber Sanja ist völlig erschöpft. Ich glaube, sie ist noch in einem Schockzustand. Ja, sie ist... Ja, sie hat noch nicht begriffen, was passiert ist. Das ist normal. Das ist ein Schock. Es ist ermüdend für das Tier. Man soll es nicht forcieren. Wenn sie eine Viertelstunde braucht, um sich aufzurichten, dann lässt man ihr das. Und tatsächlich ist Sanja 5 Minuten später wieder auf der Beine. Die Leonore kann mit gutem Gewissen gehen. Sanja wird jetzt ihr Kälbchen auf die Welt bringen. Im Tierspital zu Bern treffen wir Talix, der schon den ersten Notfallpatient aufnimmt. Es ist der Luxias, ein 7-jähriger Rhodesian Ridgeback, der in einen Schockzustand eingeliefert worden ist. Da? Er hat grosse Mühe zum Schnaufen. Darum machen wir jetzt sofort den Ultraschall. Es fällt mir sofort auf, dass mit dem Herz etwas nicht stimmt.
Ja. Da hat es aber auch genau eine große Masse. Da ist das Perikard. Um die Lungen herum hat sich richtig viel Flüssigkeit angesammelt. Was aber noch schlimmer ist, auch der Herzbeutel ist voll Flüssigkeit. Und das könnte zu einem Herzstillstand führen. Nein. Im Wartsaal sitzt der Nachbar der Hundebesitzer, die gerade in den Ferien sind. Jetzt sind sie auf dem Flughafen und warten auf den nächsten Flug, um so schnell wie möglich zurückzukommen. Es tut mir so leid, es ist schlimm. Also, bis bald. Die Besitzer des Loxias sind völlig hilflos, so weit weg von ihrem Hund. Wir haben sehr ein sehr gutes Verhältnis. Den Hund kennen wir auch sehr gut. Aber das ist schlimm. Das sind keine guten Nachrichten für uns. In der Notaufnahme organisiert Alix Patientenaufnahme. Es muss schnell gehen. Alix befürchtet einen schweren Herztumor. Ich weiss, dass der Kardiologe sehr schnell vor dem Ultraschall die Punktion machen will. Das machen wir. Nur, dass wir es besser sehen. Okay, dann geben wir ihm jetzt die Infusion. Ja, aber er hat Flüssigkeit da. Der Loxias kommt sofort eine Infusion über. In diesem Zustand kann der Hund in ein paar Stunden sterben. Aber für lebensverlängernde Massnahmen braucht es okay von den Besitzer. Grüß dich, Loxias. Ja. Guten Tag. Grüß dich wohl. Barbarina und Tierärztin. Ja. Gehen wir schnell ins Sprechzimmer? Ja, sicher. Ihr seid dem Besitzer sein Nachbar. Genau. Sehr gut. Ja. Nehmt doch bitte Platz. Der Besitzer ist auf dem Handy erreichbar. Er ist auf dem Handy erreichbar. Das ist gut, weil wir haben leider keine guten Nachrichten. Leider besteht ein Verdacht auf eine krebsartige Erkrankung. Es könnte eine sehr schwere Art von Krebs mit einer Überlebenschance von wenigen Tagen sein. Der Henri ist schockiert. Jetzt muss er die traurige Nachricht seinen Nachbarn überbringen. Ich gebe der Tierärztin. Es ist schlimmer, als wir gedacht haben. Danke. Guten Tag. Ja, guten Tag. Möchtet ihr gerne, dass wir ihn jetzt so oder so stabilisieren, trotz der Situation, dass ihr jetzt noch in der Ferien seid? Im Moment ist der Zustand sehr schlecht, aber wir versuchen ihn zu stabilisieren, bis ihr wieder da seid. In so einem Fall muss man schnell entscheiden. Und wir müssen den Besitzer fragen, ob sie den Hund weiter behandeln wollen. Trotz der Schäden. Die Schäden sind alle schwerwiegend in diesem Fall da. Oder ob sie sich entscheiden, dass wir die Behandlung abbrechen. Ja, wir möchten das schon gerne nochmal sehen. Ja, das habe ich schon auch gedacht. Wenn ihr einverstanden seid, tun wir ihn jetzt gerade sedieren und die Flüssigkeit sofort aus dem Herzbeutel ableiten. Das ist zwar nicht ohne Risiko, aber wir müssen das jetzt machen, weil das Herz durch die viele Flüssigkeit sehr schlecht funktioniert. Ja, ist gut. Dann machen wir das. Einverstanden. Also. Ja, gerne. Ja. Dann tue ich das jetzt in die Weg leiten. Also, tschüss. Die Alix bringt den Loxias zum Kardiologen. Sie muss unbedingt wissen, ob ihre Diagnose stimmt. Der Hund braucht sehr dringend eine Punktion. Tun wir hier punktieren, Alix? Ja, das machen wir hier oben. Der Arzt ist, glaube ich, oben. Gut, dann gehen wir rauf. Ich suche noch ein bisschen die Masse. Aber ich möchte nicht zu lange suchen. Und der Hund stirbt uns auf dem Tisch dekompensiert. Also hier, so an der klassischen Stelle, Übergang, rechter Ventrikel, rechte Vorhof, sehe ich jetzt gerade nicht. Die Ultraschalluntersuchung vom Herzspezialist bestätigt, was wir schon in der Notaufnahme vermutet haben. Der Hund hat eine Herztamponade. Das heisst, das Herz ist so zusammengedrückt durch die Flüssigkeit rundherum, dass es so nicht mehr richtig kann funktionieren kann. Man muss die Flüssigkeit sofort ableiten. Es ist aber so, dass nach dem, was wir gesucht haben, Tumormasse, haben wir nicht gesehen. Also doch kein Krebs. Es besteht noch Hoffnung. Aber der Loxias ist noch nicht über dem Berg. Und wir werden die EKG-Kontrolle durchführen von der rechtslateralen Seite. Ja, das ist gut. Ja. Okay. Genau. Ja. Es ist ein heikler Eingriff, den Alix vor sich hat. Aber es ist die einzige Möglichkeit, um den Loxias zu retten. Es ist leider ein ziemlich riskanter Eingriff. Aber wir haben keine andere Wahl. Darum machen wir es. Wir halten aber immer die Herzfunktion unter Kontrolle. Halten. Und wir haben ein Mittel bereit, das wir sofort spritzen würden, sollte das Herz unregelmäßig schlagen. Alix sticht mit einer Nadel durch den Brustkorb bis zum Herz. Nur ein paar Millimeter daneben könnte fatale Folgen haben. Wir können nicht lange überlegen. Die Technik kenne ich.
Ich habe das auch schon gemacht. Nicht so manchmal. Es ist alles vor. Aber wenn wir nichts machen, wird es für Loxias nur noch schlimmer. Und das wollen wir ja nicht. Also geht mir die Sache an. Und zwar ohne zu zögern. Ich kann das und ich mache das. Der Loxias darf sich nicht bewegen, wenn Alex die Nadel aufs Herz zuführt. Die Spannung steigt. Und dann ist es soweit. Alex ist beim Herz. Stabil ist. Die Operation ist gelungen. Wir haben 750 ml Blut aus dem Herzbeutel abgeleitet, also 3/4 Liter. Das ist viel. Jetzt kann Loxias sein Herz wieder besser schlagen. Aber schon kommt das nächste Problem. Sein Blut grinnt schlecht. Bei den kleinsten Wunden hört es nicht auf zu bluten. Wir teilen das Blutplasma auf. Wo wir dem Hund hier zuführen. Er hat recht Probleme mit der Blutgerinnung. Darum geben wir ihm Koagulationsfaktoren von einem Spender. Wir haben beschlossen, dass wir die Transfusion in einem schnelleren Tempo durchführen, als wir das normalerweise machen. Schon nur das kleine Löchchen, das wir gemacht haben, um mein Herzbeutel zu stechen, hört nicht mehr auf zu bluten. Auch das ist dringend, wenn auch ein bisschen weniger als die Punktion von vorher. Das finde ich nicht so gut. Schau hier. Hä? Ja. Es ist Sonntagmorgen, aber für Florence ist nichts mit Ausschlafen. Sie ist auf Piquet und hat gerade das Telefon von einem aufgeregten Hundebesitzer bekommen. Sie ist auf dem Weg in die Praxis. Der Besitzer war völlig in Panik und hat mir gesagt, sein Hund sei von einem anderen Hund gebissen worden und habe eine grosse offene Wunde. Der RW hat vor kurzem ein Haus gekauft in Sedey im Kanton Watt. Als er heute schaut, wie der Umbau läuft, hat er eine böse Überraschung erlebt. Ich habe meinen Hund angebunden. Dann kam plötzlich der Nachbarshund gekommen, auf sie losgekumpelt und hat sie einfach angegriffen. Bist du ganz lieb, bist du ganz lieb. Oh, bist du ganz gut. Das ist so dermaßen schnell gegangen, ich gar nicht mehr eingreifen. Der RW ist nur völlig aufgeregt. Ja. Ja, ich habe schon etwas Angst. Es tut mir auch etwas weh. Ja. Ich habe den Hund schon seit klein und Agility gemacht mit ihm und Sport. So gesehen ist sie Teil der Familie. Und auch die Kinder hängen an ihr. Voilà, wie geht's euch, Laika? Also, mal schauen. Ist es jetzt passiert? Ja, vor kurzem, ja. Gerade frisch. Der Hund war verängstigt und sehr gestresst. Und ich habe gerade gesehen, dass er eine grosse Wunde an der Schulter hat. Sie hilft dir. Ja, machst du das gut. Können Sie den Kopf ein bisschen zu innen ziehen? Ja. Der Muskel ist freigelegen. Aber wie gross die Wunde war, konnte ich wegen dem dicken Fell noch gar nicht so richtig anschauen. Das muss man auf jeden Fall nehmen. Darum tue ich ihn jetzt zuerst mal sedieren. Jetzt, wo die Laika behandelt wird, hat der RW noch ein anderes Problem. Wie funktioniert das, wenn ein fremder Hund angreift? Ja, also auf jeden Fall muss der Besitzer vom fremden Hund die Kosten übernehmen. Das ist klar. Auch wenn der Hund. Ich habe mich schon gefragt, ob ich eine Anzeige machen soll. Bei der Polizei. Aber was machst du überhaupt in so einem Fall? Wenn Sie den Fall weiterziehen wollen, dann müsst ihr euch an den kantonalen Tierarzt wenden. Der sagt Ihnen dann, er hat schon zwei andere Hunde angegriffen, einen im November und einen im Februar. Und der Hund läuft dauernd frei rum, ohne Maulkorb und jetzt ist es fertig. Jetzt reicht es. Ich habe gesagt, sie braucht einen Maulkorb. Und sie hat einfach gefunden, alle Tests bestanden. Ja. Ich glaube, er muss dringend nochmal getestet werden. Unbedingt. Ein Hund, der andere Hunde beißt, muss von einem Verhaltenstierarzt untersucht werden, der mit verschiedenen Tests feststellen kann, wie gefährlich er wirklich für andere Hunde ist. Der Kantonstierarzt kann Bussen verteilen oder einen Maulkorb vorschreiben. In Extremfällen kann er verlangen, dass der Hund eingeschläfert wird. Ein Hund, der andere Hunde beißt, kann auch ein Kind beißen. Und das wäre sehr, sehr schlimm. Es ist im Kanton. Das macht dem RW besonders Angst, weil er nächstens mit seinen kleinen Kindern ins neue Haus zieht. Das Beruhigungsmittel wirkt. Jetzt muss genäht werden.
Aber zuerst muss Florence die Wunde freilegen. Das tut so weh, dass die Laika trotz der Spritze reagiert. Oh. Erst dann hat man das ganze Ausmaß von Schaden gut gesehen. Es hat mich schon überrascht, wie groß die Wunde war. Die Wunde ist zwar tief, man hat den Muskel gesehen, aber zum Glück ist kein lebenswichtiges Organ betroffen. Der Hunger war nicht in Todesfahre. Das kann sich auch ändern. Man muss sehr gut und sehr schnell nähen, damit es später nicht doch noch schlimme Folgen hat. Der RW muss jetzt gehen. Aber zuerst gibt es noch ein Fötterli als Beweis. Was geht aus da? Okay, also bis gleich wieder. Florence kann loslegen. Sie fängt mit einer Lokalanästhesie an. Um zu vermeiden, dass ich ihn dann nochmal betäuben muss, versuche ich, ein bisschen zu pressieren. Oh, weil ich noch andere Notfälle habe. Jeder Stich muss präzise gemacht sein, damit man am Schluss auch wirklich eine saubere Narbe hat. Aber die Zeit vergeht. Und das Nottelefon läutet ständig. Aber Florence ist allein. Während dem Nähen kann sie unmöglich abnehmen. Sie muss pressieren. Es ist etwas länger gegangen, weil die Wunde sehr gross war. Ich musste mehrere Schichten einzeln vernähen, damit ich die Wunde richtig schliessen konnte. Die Operation hat im Ganzen 3/4 Stunde gedauert. So, jetzt haben wir es geschafft. Die Laika ist schon langsam am Verwachen. Jetzt schaue ich noch mal, ob es nicht doch noch andere Verletzungen hat. Die Laika ist wieder auf den Beinen und ihre Verletzung scheint schon wieder vergessen zu sein. Aber das Trauma von der Aggression bleibt. Wer weiß, wie sie das Erlebnis psychisch verarbeitet. Hunde sind intelligente Tiere. Darum bleibt der Angriff in Erinnerung. Und sie ist in Zukunft vermutlich anderen Hunden gegenüber misstrauischer. Der RW kann seine Laika wieder mit heine. So, so, jetzt kannst du wieder heimgehen. Du bist ganz entspannt. Ja, bist auch ja sehr eine. Gut. Danke Ihnen. Merci. Und gleich noch einen schönen Sonntag. Ja. Ade. Adieu. Der RW muss dann noch einmal für einen Kontrollbesuch kommen. Bis dann kann er sich überlegen, ob er Anzeige erstattet oder nicht. Zurück im Tierspital Bern. Der Zustand von Luxias ist immer noch kritisch. Er wird so lange am Leben erhalten, bis seine Besitzer aus der Ferien zurück sind. Dalix befürchtet einen schlimmen Krebs. Zwar geht es dem Hund nach der Punktion besser, aber das heisst noch nichts. Die Violaine und der Cyril haben einen 18-stündigen Flug hinter sich und sitzen jetzt voller Angst im Wartezimmer. Wir hatten Angst, nicht rechtzeitig zu kommen. Volles Schuldgefühl. Oh, Schuldgefühl, sicher. Der Luxias hat sicher gedacht, wir hätten ihn allein gelassen. Wir kommen ihn nicht einmal besuchen. Sie können kaum warten, ihren Luxias zu sehen. Grüß euch. Gehen wir ins Sprechzimmer. Ich muss noch viele Sachen erklären. Es ist recht kompliziert. Ja. Gehen wir. Ja. Das Problem ist, dass wir einen Haufen Symptome haben, die wir nur schwer miteinander in Verbindung bringen können. Das Einzige, was von all diesen Sachen als Auslöser in Frage kommen könnte, wäre leider ein Tumor. Leider müssen wir sofort klarstellen, was in diesem Fall die schlimmste Vermutung ist. Die Tatsache, dass wir beim Herz keinen Tumor festgestellt haben, heisst leider nicht, dass er keinen Krebs hat. Für die Violaine ist das alles zu viel. Wir haben uns Vorwürfe gemacht. Also ich denke, ihr müsst euch keine Vorwürfe machen. So etwas kann man nicht im Voraus sehen. Man kann nicht sagen, ich gehe nicht in die Ferien, weil ich im nächsten Moment vielleicht etwas passiert. Jetzt war er allein die ganze Nacht. Und diese Nacht ist er dann wieder ganz allein. Oh ja, und ich habe mir gedacht, ich würde gerne noch ein bisschen Zeit mit ihm verbringen. Ja. Es wäre einfach wichtig, dass wir alle Untersuchungen machen können, um besser zu entscheiden.
wer ist da? Schau. Endlich ist es soweit. Auch wenn der Loxias sehr geschwächt ist, freut er sich, seine Besitzer wieder zu sehen. Wenn er nichts dagegen hat, gehen wir schnell raus. Ich glaube, er muss schon wieder beiseln. Er ist zwar erst gerade, aber ja. Dalix beschreibt den möglichen Verlauf der Krankheit. Für Violaine ist das zu viel. Sie macht lieber ein paar Schritte mit dem Loxias. Für mich ist der Loxias nicht einfach ein Hund. Er ist mein Begleiter beim Spazieren. Ich gehe nie ohne ihn in den Garten. Wenn ich in den Oberstock raufgehe, kommt er mit. Wenn ich einen Kasten aufmache, schaut er drin um. Ich weiss nicht, er ist wie eine Person. Er ist immer da. Trotz der Freude, den Hund endlich zu sehen, tut es auch weh, weil das nicht mehr der alte Loxias ist. Normalerweise, wenn andere Hunde um sind, kann ich ihn kaum haben. Er ist gleich schwer wie ich. Er schläft mir einfach hinten nach. Er hat noch gekannt. Ja, wir sind viel zusammen. Ja, er lernt sich sogar bei euch an. Ja, schon. Es war ein kurzes Wiedersehen. Leider ist schon wieder Zeit zum Gehen. Auf den Loxias wartet noch mehr unter sich. Ich rufe euch auf jeden Fall an. Dann kann ich euch auch sagen, ob ihr gefressen habt und weitere Infos geben. Also, gehen wir. Ah, Nobel. Sogar mit dem Cake. Ein kleiner, ich bin brav. Merci vielmals. Gern geschehen. Ich rufe sofort an. Merci, so, Ade. Gehen wir. Komm, wir gehen wieder liegen. Aber es ist nicht einfach für den Loxias, sich zu trennen. Also. Ade. Heute Morgen haben wir gedacht, wenn er uns gesehen hat, ist er beruhigt. Und kann sich so gehen. Aber jetzt, wo ich ihn mit der Tierärztin gesehen, habe ich das Gefühl, er fühlt sich wohl. Ah ja, und er lehnt sich an. Lehnt sich an sie, wie daheim. Ja, darum denke ich, es gibt vielleicht noch Hoffnung. Auch wenn es noch so schwierig ist, die Violaine und der Cyril sind erleichtert. Der Hund ist in guten Händen. Dalix hat endlich Feierabend. Morgen ist ein langer Tag und auf den Loxias wartet eine ganze Reihe von unter sich. In Estavayer-le-Lac treffen wir Eleonore. Sie ist gerade am Gehen. Ihr Auto ist eine fahrende Apotheke. Schließlich muss man auf alles gefasst sein. Endlich hat sie alles. Jetzt fehlt nur noch Ostrali, ihr Hündchen. Oh nein. Ostrali, komm. Oh, gehen wir spazieren? Oh, ja. Heute fährt Eleonore zu Sylvie. Sylvie ist eine ganz spezielle Bäuerin, die einen Biohof führt und seit ein paar Jahren den Traktor gegen Zugpferd austauscht hat. Die Gantois sind eine besondere Rasse und die grosse Leidenschaft von Sylvie. Mit diesen Zugpferd kann sie ihre Felder auf eine umweltfreundliche Art bearbeiten. Im Ganzen hat sie 10 Gantois-Rosse, die sie jeden Tag umsorgt und pflegt. Einmal im Jahr kommt die Eleonore wegen der Impfung gegen Tetanus und Pferdegrippe. Grüße! Alles okay? Danke und Ihnen? Mir auch, merci. Heute müssen wir 3 Ross impfen. Jawohl. Hier haben wir den Hercule und den Oras. Ja, die beiden haben wir doch kastriert. Die Eleonore kommt regelmässig vorbei, um zu schauen, wie es diesen Ross geht. Das ist der Hercule. So. Den kenne ich, mein Liebling. Sali! Voilà! Super Milieu! Schon fertig! Gut gemacht! Und jetzt der Horace. So. Der Horace, seit wir ihn kastriert haben, lässt er sich nicht mehr gerne behandeln. Das er ist beleidigt, ja. Ah, ja. Ich habe sicher das Gefühl, wir können wieder etwas. Sylvie probiert es mit feinschmeckenden Rossleckerli, die eigentlich immer funktionieren. Aber der Horace lässt sich nicht reinlegen. Er hat keine guten Erinnerungen an Eleonore. Hallo, Horace. Auch ein paar liebe Worte langen nicht, um ihn zu besänftigen. Oh.
Voilà, schon fertig. Ich kann dir noch etwas ja. zeigen. Ja. Das da, kleine Löffel. Es kommt ja. immer wieder vor. Wenn Eleonore schon mal da ist, fragt Sylvie noch ein paar andere Sachen. Es ist schön zurückgegangen, ist aber, nicht so schlimm. Aber jetzt ist es wieder vorgekommen. Ja, es ist wieder am Kommen. Noch ein paar gute Ratschläge, dann muss Eleonore weiter. Du bist doch nicht so nachtragend, hä? Ich rufe in einem Monat an. Ja, kein Problem. Schönen Tag noch. Okay, ist gut. Danke vielmals. Ade. Adieu. Eleonore muss gehen. Sie hat heute noch mehr Besuch vor. Wir sind wieder bei der Leica. Wo sie mit ihrem Herrli auf der Baustelle des neuen Hauses war, ist sie von einem anderen Hund angegriffen und an den Schultern verletzt worden. Das Mal kommt der Hund zusammen mit Chantal und dem Erwan, wo sich wegen dieser Verletzung grosse Sorgen machen. Ruhig. Ja. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja? Ja. Die Kinder hatten schon viele Fragen. Ja. Ob der andere Hund sagt, ob es der Leica wieder besser gehe und ja, ob sie wieder gesungen wird. Es gibt einen Haufen sehr Fragen, ob sie wieder raus kann. Grüße. Die Wunde ist entzündet. Florence und ihre Assistentin schauen sich die Sache genau an. Ja, Plastik hat ein wenig gestört. Der Hund war gut zweg. Ein wenig gestört hat die Hausgrause schon, aber die braucht es, weil er sonst kratzt oder die Fäden auszieht. Also, ja, dort oben hebt es noch gut. Hat sie an der Wunde geschleckt? Ja, und vor allem kratzt sie sich ständig. Sie hat auch die Fäden rausgezogen. Wir hatten Angst vor einer Infektion. Der Geruch ist schon sehr stark und relativ unangenehm. Also. Und es sieht nicht gut aus. Die Leica hat die Fäden rausgezogen und darum ist die Wunde wieder aufgegangen. Die Wunde war eindeutig unsauber. Darum hat es unter dem Einstich eine leichte Entzündung gegeben. Es kann eine Infektion geben. Die Haut könnte absterben und dann könnte man die Wunde nicht mehr richtig zumachen. Eine leichte bakterielle Infektion hat es zwar gegeben, aber mit dem haben wir gerechnet, weil es doch ein Hundebiss ist. Der Erwan schaut genau zu, wie Florence die Wunde desinfiziert. Ja, ist gut. Mhm. Ich bin extra mitgekommen, weil ich Tierarzt werden will. Ah, oh, du willst Tierarzt werden? Ja. Super. Hey, die braucht es nämlich. Ruhig, ruhig, Leica. Also. Es tut dem Hund zu fest weh. Florence muss es anders machen. Wir müssen es nochmal sedieren. Es geht nicht lang, aber es tut natürlich schon weh, wenn man die Klammer ins Gewebe drückt. Ja, klar, das machen wir also besser unter Narkose. Ist schon gut, ja, ja. Heben Sie sich gut, ja, vor allem den Kopf. Chantal erlebt den Eingriff aus nächster Nähe. Ganz wohl ist er dabei nicht. Sie und ihr Mann haben beschlossen, den Nachbarshund doch nicht anzuzeigen, auch wenn er die Leica gebissen hat. Das sind unsere neuen Nachbarn und darum haben wir gefunden, wir reden direkt mit ihnen, statt sofort Probleme zu haben. Wir sind dort zusammengesessen und haben geredet und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir keine Anzeige machen, wenn der Hund nicht frei rumläuft. Ja. Trotzdem hat Chantal Mühe, ihre neuen Nachbarn zu verstehen. Wenn das unser Hund wäre und schon andere Hunde angegriffen hätte, hätten wir ihn wahrscheinlich schon abgetan und einen anderen gekauft. Und nicht behalten, oder? Schliesslich haben wir auch Kinder und wenn er andere Hunde angreift, dann kann er irgendwann auch Kinder angreifen, ja, oder? Darum hätten wir ihn... Aber wir sind ja nicht unsere Nachbarn, darum kann ich ihr nichts sagen. So, jetzt sieht es schon viel besser aus. Der Eingriff ist fertig und Chantal kann aufschnaufen. Der zukünftige Tierarzt Erwan diskutiert mit der Florence über die Medikamente, die Leica nehmen muss. Das hat er ihr 5 Tage lang gegeben. Sie nimmt es nicht. Sie hat es nicht gern. Ja, dann ist sie aber wählerisch. Das ist nämlich gut für sie. Also, das muss sie noch mal 3 Tage nehmen, ab morgen Morgen. Ist gut. Ja. Also, tust du das nicht? Die Leica darf jetzt wieder heim. Opa, halt langsam. Die Narkose wirkt immer noch. Ja, wir müssen sie, glaube ich, zum Auto tragen. Tragen? Ja. Nehmen wir sie vorne? Jawohl. Oh. 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 Oh.
Oh, Achtung, wegen mangelnder Hunger. Ui, den habe ich vergessen. Am Eingang knurrt Leica einen Hund an, der vor der Tür steht. Ja, ja, ist gut. Die Haltung gefällt Chantal gar nicht. Wir möchten auf jeden Fall nicht, dass unser Hund aggressiv wird. Darum, wir passen gut auf, sobald es ihr besser geht und die Arbeit verheilt ist, machen wir einen Kurs, damit sie ja nicht ein anderes Verhalten annimmt. Dank speziellen Sozialisierungskurs wird Leica wieder gesund und verliert die Angst vor anderen Hunden. Der Loxias ist immer noch im Tierspital zu Bern. Talix hat ihm gestern Flüssigkeit aus dem Herzbeutel abgelassen und ihm so das Leben gerettet. Ja, ja, schon gut. Das Team vom Tierspital vermutet, der Hund habe Krebs, aber die Diagnose ist unklar. Zum sicher sein, braucht es noch weitere Untersuchungen. Die Leute brauchen doch sicher eine Antwort. Bei all diesen Symptomen möchten sie doch wissen, ob der Hund je wieder mit ihnen normal daheim leben kann und wieder so zweg wird wie früher. 1, 2, 3. Das gibt einen langen Tag für den Luxias und für Talix. Hab keine Angst, ist alles gut. Als erstes nochmal ein Ultraschall. Komm, das kennst du schon. Wir tun dir nicht weh. Wir machen dir nicht weh. Man sieht nicht eindeutig. Und jetzt die Radiografie von der Lunge. Es ist nicht ganz einfach, den Loxias auf den Rücken zu legen. Resultat? Ich sehe nichts Spezielles. Auch da nichts Neues. Und zum Schluss zum Herzspezialist. Alex, ich sehe wirklich weiterhin nichts. Nichts, was wirklich eindeutig wäre. Wirklich, nein, 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 nein. Nach all diesen Untersuchungen keine Spur von einem Tumor. Keine klare Diagnose, die man den Besitzer vorlegen kann. Talix selber ist völlig im Ungewissen. Es macht mich etwas traurig, weil ich ihnen gerne eine klare Antwort gegeben hat nach all diesen Untersuchungen. Aber leider liefert das Resultat einfach keine schlüssige Erklärung. Die Violaine und der Cyril kommen den Loxias holen und Talix muss ihnen sagen, wie es aussieht. Grüß euch. Ja, hallo da, das ist ja purer Luxus. Hallo. Es geht, wie geht's? Danke. Ich würde euch gerne 100%ig sagen, wir sind sicher, was es ist. Das können wir leider nach wie vor immer noch nicht. Wir haben einen starken Verdacht. Und wenn die Chance, dass es nicht das ist, auch nur 2% ist, bleibt es trotzdem nur ein Verdacht. Mich ärgert vor allem, dass man einfach keine klare Antwort findet. Aber das liegt nicht am Hund. Wir haben ihn halb durchlöchert und wissen gleich nicht, was ihm fehlt. Wir sind froh, dass er so lieb ist, schön hergehabt hat. Das ist gar nicht selbstverständlich. Gell, genießt das Heft. Ja. Keines von den lebenswichtigen Organen ist betroffen. Die unerklärlichen Herzprobleme könnten jederzeit wiederkommen. Die Violaine und Cyril nehmen ihre Loxias wieder mit. Ohne Behandlung und ohne Gewissheit. Wir gehen jetzt einfach einmal weiter und versuchen, uns an den Gedanken zu gewöhnen, dass er von uns gehen könnte. Es wird nicht ewig gehen. Darum schauen wir einfach mal vorwärts. Nach ein paar Tagen können wir das sicher besser akzeptieren. Jetzt genießen wir mal den Moment und nehmen es, wie es kommt. Tag für Tag vorweg. Der Loxias lebt ab jetzt im Ungewissen. Und für die Violaine und den Cyril ist jeder Augenblick mit ihm noch kostbarer. Wir sind in der Nähe von Payern. Die Magie hat 30 Jahre lang ein Restaurant geführt. Jetzt lebt sie auf dem Land mit ihren Tieren. Ich habe schon immer gesagt, wenn ich pensioniert bin, tue ich mir Ross zu. Und dann habe ich mich total in die kleinen Geissli verliebt. Sie sind mir ins Herz gewachsen. Trotz aller Liebe kennt sich die Magie noch nicht so gut aus mit ihren Geissli. Sie hat sie erst seit 6 Wochen und wird schnell einmal unsicher, wenn etwas nicht ganz stimmt. Ich mache mir Sorgen um Paloma. Darum habe ich den Tierarzt angerufen. Ich weiss nicht, warum sie einen dicken Bauch hat. Vielleicht ist sie trächtig, aber es könnte ja etwas anderes sein. Eine Infektion zum Beispiel. Die Magie hat zwar keinen Geissbock, aber Paloma könnte noch bei ihrem vorherigen Besitzer entdeckt worden sein.
Um das abklären, kommt jetzt Florence vorbei und bringt auch gerade ihren neuen Ultraschallapparat mit. Das Gerät geht hierher. Sie sieht sofort, um welches Geissli das es geht. Ist das die? Mit dem dicken Bauch? Sie ist kugelrund, sieht er. Ja, das Gewissen hat einen dicken Bauch, oder? Ja, also im Vergleich zu den anderen, die viel flacher ist. Die andere hat auch schon ein kleines Bäuchli. Aber... Ja, wir können beide untersuchen, ja, wenn ihr wollt. Wir können kontrollieren. Voilà. Nur der Ultraschall kann da Gewissheit verschaffen. Voilà. Keine Angst, ich tue nicht weh. Diese Untersuchung tut nicht weh, genauso wie bei den Menschen. Der Schiel ist zwar schon ein bisschen kalt, aber so ein Theater ist doch jetzt übertrieben. Und jetzt stimmt der Zürich noch ein. Ja, hör doch auf schreien! Hey, Geissli, hör du. Ja, also das Bild ist nicht so gut. Das Gerät ist neu und Florence kennt sich noch nicht so gut damit aus. Das macht die Sache auch nicht einfach. Zuerst hatte ich ganz ein schlechtes Bild. Ich konnte die Gebärmutter gar nicht richtig erfassen. Anstatt noch lange rumzuprübeln, läutet Florence ihrer Chefin an. Du hast mir letztens gesagt, ich müsse Hundenbauch einstellen. Also in der Mitte, ja, rechts, genau, dürft. Ich habe es gesehen, ja. Ja. Ja, ist gut, ja. Die technischen Probleme wären gelöst. Jetzt kann Florence endlich etwas sehen. Also das dort ist es. Also, ich sehe da keine Anzeichen von einer Schwangerschaft. Alle sind erstaunt, dass Paloma doch keine Skizze erwartet. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich war immer sicher, dass sie trächtig ist. Ja, so, ja. Ja, aber nein, das ist nichts. Es gibt auch noch eine andere Erklärung für ihren dicken Bauch. Geissen sind recht anhängliche Tiere. Man tut sie gerne verwöhnen, man gibt ihnen Essensreste, Trocknungsbrot, Kraftfutter und Gras, also eigentlich viel zu viel. Darum können die Geissen schnell einmal recht dick werden. Na, komm. Und weil sie schon da ist, untersucht Florence auch noch gerade Zürichs. Und sie hat an. Sie ist trächtig. Nein. Die Maggie ist sprachlos. Sie kann es kaum glauben. Unten ist die Wirbelsäule. Die Füße schauen gegen auf. Und in der Mitte sieht man das Herz schlagen. Das heisst, dass sie nicht mehr. Offensichtlich nicht. Sie ist der Heilige Geist. Der Besitzer von vorher hat ihr zwar gesagt, die Geiss ist nicht trächtig, aber es hat einen Bock gehabt. Und man weiss nicht immer, was die machen. Denkt, weil halt schon denkt die andere Geiss nicht trächtig, aber nicht so Geiss. Da sieht man es jetzt wirklich gut. Zum Glück hat er es untersucht. Man hat sogar das Herz gesehen schlagen. So weiss man auch, dass es lebt. Und das ist auch wunderschön. Was ich nicht kann sagen kann, ist, ob es eins Wie oder mehrere sind. Denn, normalerweise? Eins oder zwei? Ja. Eins oder zwei. Bald hat die Maggie noch ein neues Geissli im Stall. Trächtig, hä? Hey. Ab! Mit! Gut. Ich weiss nicht, ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht? Schlecht ist es sicher nicht. Wir haben ja genug Platz. Ja, Platz haben sie, das sehe ich. Außer also dann. Auf Wiedersehen. Die Florence schafft jetzt seit 2 Jahren in Bayern. Ihr gefällt es auf dem Land. Ja, ist gut. Ich kann es mir nicht vorstellen, das irgendwann aufzugeben und in einem Büro zu arbeiten. Ich bin viel zu gerne draussen bei den Tieren. Sehr gut. Merci. In 6 Monaten schließt Alex ihre Ausbildung in der Berner Notaufnahme ab. Ich brauche einen Beruf, wo ich nie genau weiss, was auf mich zukommt. Das gefällt mir besonders gut an meinem Job. Darum bildet sie sich weiter als Notfalltierärztin aus und geht dafür nach Alfort in der Nähe von Paris. Also Eleonore, nach 3 Jahren Erfahrung, hat immer noch ganz ein grosses Herz für Tiere. Ich werde eines Tages meine eigene Praxis öffnen. Die Klinik Eleonore. Neben der Praxis hat sie noch ein Heim für Tiere, das niemand mehr will.
Oder was ist ins Schlachthaus kommen?